Ich heiße Thomas Antonietti, bin Konservator der Abteilung Zeitgeschichte am Geschichtsmuseum Wallis in Sitten. Daneben habe ich noch andere Tätigkeiten. Ich bin Konservator auch am Lötschenthaler Museum und bin verantwortlich für das immaterielle Kulturerbe im Kanton Wallis. Von Beruf und Ausbildung her bin ich Ethnologe. Ein immaterielles Kulturerbe ist schwierig zu definieren. Es geht eigentlich zurück auf diese UNESCO-Konvention, die es seit 2006 gibt. Und da hat die UNESCO eine Konvention, ein Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes definiert eigentlich. Für uns, wenn ich sage für uns, meine ich Leute, die in Museen arbeiten, ist das schwierig zu definieren, weil es eigentlich ein Unding ist. Denn wir wissen es im Museum, ein Objekt wird eigentlich erst zum Kulturerbe, zum Kulturgut, wenn eben die materielle Seite, das Objekt an sich, verbunden ist mit der immateriellen Seite, mit seiner Geschichte, mit seiner Bedeutung, mit seiner emotionalen und symbolischen Wertung und so weiter. Das heißt, die Trennung in materielle Kultur und immaterielle Kultur hat es eigentlich fürs Museum nie gegeben. Das macht eigentlich das Museumsobjekt aus, dass es begleitet wird von diesen anderen Zeugen, schriftlicher, bildhafter Art, aber auch mündlicher Art. Und das kann man jetzt für diese Objekte sicher sagen. Wenn wir auch daneben gleich sehen, diese Kartei, diese Arbeiterkartei, das ist eher ein Dokument, ist aber auch ein Objekt gleichzeitig. Es sagt doch auch durch seine physische Existenz etwas aus. Aber natürlich ein Dokument, das wir abfragen können. Das ist die Arbeiterkartei dieser Unternehmung Bertoletto. Und da sieht man sehr schön, so ab den 50er Jahren, 60er Jahren, als da allmählich auch die Walzer selbst in diese Gewerbe, in diese Berufe, Baugewerbe hineingehen. Zum Teil auch selbst dann Firmen gründen, aber vor allem dann auch die großen Stauwerke, wo die Walzer selbst auch dann Bauarbeiter werden. Und man sieht, in dieser allerersten Generation dieser Kartei kommen die Leute noch eher aus der Region dieser Familie, Norditalien, dann später eher Süditalien, aber auch Wallis sehr stark präsent. Und dann sieht man eigentlich, wie diese Wanderungsgruppen sich immer ablösen. Da kommen die Spanier, 1970er Jahre, die Portugiesen. Und dann so ab 1980 haben wir dann die ersten in der Kartei, die aus Jugoslawien, heutiges Ex-Jugoslawien, kommen. Also in so einem kleinen Objekt bildet sich natürlich auch die ganze Bewegung der Wanderungsgruppen ab. Eine Gruppe löst die andere ab. Die einen gehen zurück, andere können vielleicht in der sozialen und beruflichen Hierarchie aufsteigen, werden eben zum Unternehmer und der Arbeiter, kommt dann vielleicht aus einer anderen Region. Also es ist nicht gerade eine Statistik, aber es ist eigentlich eine sehr schöne, zusammengefasste Geschichte der Einwanderung des Wallis ab 1950 bis Ende des 20. Jahrhunderts. Das kann man sehen, allerdings nicht, das ist natürlich auch das Problem vielleicht ein bisschen eines jeden Archivs. Vor allem, wenn wir in die neue Zeit gehen, in die aktuelle Zeit, da sind natürlich Leute vermerkt, die zum Teil noch leben. Und natürlich, das ist als Geschichte ist interessant, als Dokument, aber natürlich auch, jetzt nicht so ein Firmenschild, aber bei solchen Karteikarten ist natürlich auch ein gewisser Schutz notwendig. Also wir müssen das immer, wenn wir das publizieren, ausstellen, zeigen, immer auch anonymisieren. Aber man kann schon mal so eine Karte betrachten, die sind immer genau gleich aufgebaut. Das sind sehr interessante Erkenntnisse, aber gesagt, die Herkunft natürlich, eine Fotografie, das Arbeit, Name, Vorname, Beruf, hier ein Maurer aus Spanien, Zivilstand, und dann ist auch der Lohn vermerkt. Also wir können da sehr viele Dinge natürlich ablesen. Und wie gesagt, durch das Ganze gibt es natürlich einen Eindruck. Es gibt natürlich auch als Einzeldokument einen Eindruck, dass wir sehen eben natürlich diese, ja auch diese Arbeiter haben Spuren hinterlassen.
Und sie haben auch die Geschichte der kleinen Leute. Ist für uns wichtig, dass die Museum auch sichtbar wird und nicht eben nur die großen Potentaten. Also auch ein Stück Alltagsgeschichte, das hier erscheint. Leute, die auf ihre Weise an der Geschichte dieser Region, an der Wirtschaft dieser Region, an der Kultur dieser Region teilgenommen haben, beigetragen haben. Und sie auf diese bescheidene Art, aber doch irgendwo auch noch in einer kulturellen, patrimonialen Institution weiter existieren. Maurerkellen sind da drüben, andere Objekte dieser beiden Unternehmungen, wie gesagt auch die Betonmischmaschine und sehr viele Dokumente, auch einen Schrank, ein Möbel, eine sogenannte Saisonier-Baracke damals. Die Saisonier, das war ja für die Einwanderungsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert sehr wichtig, ein großes Politikum. Nicht diese eingeschränkten Rechte dieser Zugewanderten als Saisonier hatten sie Anrecht, nur eben eine bestimmte Anzahl Monate sich in der Schweiz aufzuhalten, damit man ihnen dann den Niederlassungsstatus nicht geben musste. Dann gingen sie dann ein paar Monate zurück, kamen die andere Saison wieder. Das ging im Baugewerbe relativ gut, weil das Baugewerbe vor allem im Sommerhalbjahr natürlich aktiv war. Es ging auch im Tourismus gut, aber dieses sehr umstrittene Saisonierstatut, das da eine Rolle gespielt hat, diese Saisonniers, die eben in provisorischen Gebäuden wohnten, weil sie eben sich nicht niederließen, auch die Familie nicht nachziehen konnten, waren die in diesen Baubaracken. Und auch das versuchen wir zu dokumentieren, eben diese soziale Seite dieser Geschichte mit einem Schrank und den zugehörigen Plänen. Wie hat so eine Baracke ausgesehen? Wie viele Leute waren darin? Haben das dann auch zusammen mit dem Schenker, das waren Geschenke von dieser Familie, Bertellotto in diesem Fall, hat uns der letzte Unternehmer, auch diese Firma gibt es nicht mehr, hat uns nicht nur einen Schrank geschenkt, sondern auch sein ganzes Wissen. Und wir konnten auch ein Gespräch führen mit dem Angestellten, der diese Kartei geführt hat. Interessanterweise, sonst waren eigentlich in den Büros, mehr im Kaufmännischen, im Verwaltungsmäßigen, waren das meistens eher in diesen Unternehmungen Schweizer. In diesem Fall war es ein Italiener aus Süditalien, Benevento, bei Neapel, südlich von Neapel, der diese Kartei geführt hat, der uns dann Auskunft gegeben hat, wie das ging, wie er mit den Arbeitern umgegangen ist. Und natürlich dank seiner Herkunft, dank seiner Sprachkompetenz, italienische Muttersprache, er konnte aber auch ordentlich gut Spanisch und so weiter, wie er einen leichten Zugang zu diesen Arbeitern gefunden hat. Es geht also darum, eigentlich auch ohne Polemik gewisse Schwierigkeiten aufzuzeigen, aber ohne jetzt mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sondern zeigen, das waren die Schwierigkeiten, aber man kann darüber sprechen und das ist ein Teil der Geschichte. Es hat immer die Schwierigkeit, das Objekt selbst spricht eigentlich kaum. Deshalb muss man es eben hinterfragen und ergänzen noch durch andere Quellen. Aber immerhin sagt uns dieses Objekt schon etwas, nicht durch das Material. Man sieht natürlich, es ist relativ schwer, auch ein bisschen improvisiert. Man sieht ja, da darunter ist eine Telefonnummer, es wurde überpinselt, also eine Zweitverwendung. Das diente ursprünglich vielleicht für ein anderes Firmenschild oder für etwas ganz anderes. Also ganz spontan, das wurde vielleicht irgendwo dann an ein Gebäude festgemacht, vielleicht auch von Baustelle zu Baustelle, um zu zeigen, wer hier arbeitet. Also da haben wir schon durch die Materialität des Objektes, haben wir doch schon eine gewisse Aussage, verstehen wir schon etwas. Und dann natürlich auch, was aufgeschrieben ist. Nicht? Also wir haben schon eine Lokalisierung mit Sion. Und wir haben auch eine kleine Geschichte, Bertelletto, das tönt doch eher nach Süden, das tönt nach Italien. Wir sehen also auch schon hier eine gewisse Geschichte, eine Einwanderung. Da ist jemand in Sion tätig, der offenbar vielleicht vor 2, 3, 4 Generationen woanders herkam. Und dann haben wir noch zusätzlich Entreprise, also Unternehmung, doch dieser Bertelletto. Das ist auch nicht nur eine geografische Reise damit verbunden, vom Piemont, dieser Name Bertelletto vom Piemont ins Wallis, sondern offenbar auch eine soziale Reise, ein sozialer Aufstieg. Er ist Unternehmer. Also sein Großvater, Urgroßvater kam natürlich nicht als Unternehmer hierher, sondern als einfacher Gipser, Maurer
Und jetzt ist es aber Entreprise. Und jetzt, ohne dass wir sonst etwas wissen, können wir doch schon gewisse Schlüsse ziehen aus dem Objekt selber. Entreprise, Bertoletto, Sion, Material. Das ist doch schon etwas im Objekt selber drin, das uns doch Teile einer Geschichte zu erzählen vermag. Mein Großvater war Tessiner, Maurer von Beruf. Und diese Tessiner Maurer, eigentlich ähnlich wie eben auch diese Maurer und Gipser aus Piemont, die in die Schweiz ins Wallis kamen, die hatten einen ähnlichen Rhythmus. Das heißt, im Sommer haben die Frauen jeweils die Landwirtschaft gemacht im Dorf, das war Süd-Tessin, Malcantone. Und die Männer sind dann ausgewandert, saisonal, nach Frankreich, nach der deutschen Schweiz als Maurer und dann im Herbst wieder zurück. Mein Großvater zusammen mit seinen 6 Brüdern hat dies auch gemacht. Sie gingen zuerst nach Frankreich, dann später Region Neuenburg, Neuchâtel und Kanton Freiburg. Und 2 von diesen 6 sind dann geblieben, ähnlich wie die Familien Bertoletto und Fasanino. Es ging ihnen gut als Maurer, sie sahen, ja, wir können etwas und hier ist Arbeit, hier ist Nachfrage. Sie waren vor allem im Berner Seeland, wo eben auch ähnlich eine sehr landwirtschaftlich geprägte Struktur war eigentlich das Bauhandwerk gefragt war. Und dann haben diese Tessiner, Antonietti, diese 2 Brüder, haben dann 2 Baufirmen auch gegründet, die es noch heute gibt. Und mein Vater war dann quasi überzählig, weil es waren 2 Unternehmen und der Älteste hat die eine Unternehmung geerbt, der andere die 2. Mein Vater war der Jüngste und muss etwas anderes finden. Ist dann zuerst nach Afrika, Ostafrika emigriert und dann in der Krisenzeit, 30er, 40er Jahre, kam er zurück, suchte Arbeit und hat dann in der Lunz ein Fisp gefunden und ist ein Fisp geblieben und dort, ja, und deshalb bin ich ein Fisp geboren. Also es ist eine ähnliche Geschichte, durch historische Zufälle heißt das Tessin und nicht Italien. Migration, nicht nur in der heutigen Welt, sondern Migration im Sinne von Auswanderung oder Einwanderung ist letztlich, denke ich, für die ganze Geschichte der Menschheit, auch für die Geschichte Europas, enorm wichtig. Und man unterschätzt das eigentlich aus zweierlei Gründen, denke ich. Einerseits gibt es ein unerklärtes Ideal oder eine Norm von Sesshaftigkeit. Alle denken, die Norm ist Sesshaftigkeit und jeder, der sich bewegt als Migrant, das ist letztlich eine Abweichung von der Norm. Aber die historische Realität zeigt uns doch, dass das Gegenteil der Fall ist, dass eigentlich Migration ist letztlich die Norm und eher Sesshaftigkeit, denke ich, ist die Ausnahme. Aber auch in der Geschichtsschreibung kann man vielleicht stark eben immer auf diese Sesshaftigkeit fokussieren, weil es auch einfacher ist. Nicht die Quellen sprechen halt vor allem von denen, die immer da blieben, von Generation zu Generation. Der Migrant, das ist halt flüchtiger, das hinterlässt weniger Spuren. Das ist auch die Schwierigkeit der Archive, die Schwierigkeit der Museen, die Migration festzuhalten. Und auch deshalb habe ich mich für diese Dinge interessiert, weil ich denke, dass wir in den Sammlungen, in den musealen Sammlungen, da ein Defizit haben, weil wir allzu stark eben immer, und das erklärt sich zum Teil, das hat einfach Gründe, weil die Migration einfach weniger Spuren hinterlässt, weil sie flüchtiger ist, aber dass wir doch versuchen, diese Lücke in den Sammlungen, in den Beständen der Archive ein bisschen zu kompensieren. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, denke ich, natürlich ist auch aus heutiger Sicht wichtig. Wir kennen heute eben vor allem auch eine Zuwanderung. Und damit die Zugewanderten sich vielleicht auch mit dieser Geschichte stärker identifizieren können, mit dieser Geschichte des Ortes, an dem sie mindestens momentan leben, ist vielleicht auch wichtig, dass sie in Museen, an anderen Orten auch sehen, dass ihr Schicksal, ihre Geschichte durchaus hier auch Geschichte hat. Wir haben hier eigentlich 2 Diplome. Das ist ein Diplom von 1950 eines Bertoletto, der Maurermeister wird in der Schweiz. Nicht? Und diese Anerkennung als Maurermeister vom Schweizerischen Baumeisterverband zeigt natürlich, er ist definitiv integriert, er ist hier jemand.
als Baumeister, als Maurermeister. Und im gleichen Jahr 1950, als dieser Bertoletto sein Diplom bekommt, dieses Diplom aus Argentinien, eines Ilario Imenkleriet. Ilario Imenkleriet in dritter Generation in Argentinien. Seine Großeltern sind aus dem Goms, Oberwallis, ausgewandert nach San Jerónimo Norte in Argentinien, Provinz Santa Fe. Und dieser Imenkleriet macht 1950 in Argentinien seine Rekrutenschule. Also ähnlich wie dieser Maurer, der damit eigentlich definitiv einer von hier ist, er hat es geschafft, auch der soziale Aufstieg, ist vielleicht auch dieses Diplom, das dieser Ilario Imenkleriet in seiner Werkstatt in San Jerónimo Norte aufgehängt hat. Er war Sattler von Beruf. War für ihn wichtig zu zeigen, ich bin jetzt Argentinier. Ich bin Argentinier mit dem argentinischen Wappen, General Belgrano, hier das Porträt von Imenkleriet. Also man sieht natürlich auch die Geschichte allmählich, zweite, dritte Generation hinter, geht es nur eine Generation hinter, in diesem Fall drei Generationen, bis man sagt, ich bin von hier und ich will, dass man das sieht. Ich habe zwar einen Namen, der nach Goms tönt, Imenkleriet, aber ich habe das Militär für ein neues Vaterland quasi absolviert und das wird dann da sichtbar. Man sieht in diesen beiden Diplomen, die zufällig oder nicht aus dem gleichen Jahr stammen, 1950, diese gegenläufigen Migrationsbewegungen ins Wallis, vom Wallis weg, plötzlich zu solchen Resultaten führen, wo man eben sieht, jetzt ist eigentlich der Migrationsprozess für diese Familie, für diese Personen abgeschlossen. Jetzt bin ich von hier. Eine nächste Generation geht dann vielleicht wieder weiter. Aber auch das natürlich in dem Sinn Objekte mit einer gewissen Aussagekraft. Wie sind Sie denn jetzt zu diesem Objekt gekommen? Objekte kann man natürlich besser dokumentieren, wenn man sie aus dem Leben nimmt. Wenn wir heute ein Objekt aus dem Mittelalter bekommen, was es auch gibt, ist es sehr schwierig, die Geschichte zu rekonstruieren, weil natürlich längst niemand mehr da ist, der uns darüber etwas sagen kann, auch die Archive sehr sparsam diesbezüglich sind. Wenn wir zu den Leuten gehen und das Objekt, wenn es soweit es gelingt, das ist natürlich auch eine ethische Frage, ob das opportun ist oder nicht, dann haben wir die ganze Geschichte. Das war letztlich eine Recherche Collect, also im Hinblick auf eine Ausstellung mit Publikation haben wir in Argentinien Forschung gemacht, Interviews, Filme mit Nachkommen von Ausgewanderten aus dem Wallis. Unter anderem in San Jerónimo Norte mit diesem Ilario Imenkleriet haben wir ein Interview gemacht, einen Film gemacht und er hat uns dann, und das ist da interessant, das ist auch wieder ein Prozess der Migration, hat uns dann eigentlich so aus eigenem Antrieb angeboten, ja, nehmt doch das mit, das könnt ihr in eure Ausstellung integrieren. Dann sieht man eben, wie es hier uns geht. Und er wollte auch ein kleines Zeichen, ein kleines Dokument seiner Geschichte, aber auch einer Geschichte seiner Familien, eines ganzen Dorfes. San Jerónimo Norte ist zu drei Vierteln bevölkert von Nachkommen von Leuten, die im 19. Jahrhundert aus dem Wallis ausgewandert sind. Wollte irgendwie ein Dokument zurückgeben, damit ihr auch ihr etwas habt bei euch, über unsere Geschichte. Das ist ein Austausch. Er sagte dann, behalte es dann. Wir haben das nach der Ausstellung dann inventarisiert und unsere Sammlung integrieren können. Jetzt haben wir die Lüftung, ne? Ja, genau. Ja. Ja, ja. Die ist hier drin, ne? Ja, das ist das kleine Ding, ne?